Wie findest du meine Schuhe, Mom? Ganz toll, Willy. Stehen dir prima. Bist du ein bisschen nervös, was? Ach, überhaupt nicht. Hast doch keinen Grund. Aber immerhin, eine Verabredung mit einem berühmten Produzenten, das ist schon was. Tja, nach den vielen Ablehnungsschreiben, die ich kriegte, jetzt dieses Treffen. Natürlich überbewerte ich das Ganze nicht. Was hat er am Telefon gesagt? Weißt du, mit ihm habe ich nicht gesprochen. Ich sprach nur mit seiner Sekretärin. Sie sagte, er hätte mein Skript gelesen und würde sich gern mit mir unterhalten. Er würde mich doch nicht zu sich bitten, wenn er es nicht gut fand. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Na also. So. Oh, Willy. Willy, hier ist Post für dich. Das sind wohl einige Geburtstagsgrüße. Einen Tag zu früh. Viel Glück, Mom. Das wünsche ich dir. Ach, willst du sie nicht lesen? Erst will ich mal das hier hinter mir haben, okay? Ist gut. Hallo, Willy. Hallo, Dad. Wir sehen uns später. Um eins hat er die wichtige Verabredung. Ah ja, richtig, mit dem Filmfritzen. Aber mal ganz was anderes. Was treibt dich um diese Zeit nach Hause? Auf dem Weg zwischen Gericht und Büro stellte ich fest, dass dieses Haus auf dem Weg zwischen Gericht und Büro liegt. Und Zeit zum Essen. Tut mir leid, Schatz, ich habe nicht viel da. Ich will auch nicht viel, nur dieses Ei hier. Willy ist wohl ziemlich nervös wegen dieser Besprechung. Es hängt ja auch viel davon ab. Es ist nicht nur die Besprechung heute, glaube ich, die Willy so beschäftigt. Gibt's denn noch was? Sein 21. Geburtstag. Er hat Angst davor, glaube ich. Ach, er ist nur ein wenig nervös. Ist doch normal. Ach ja, das Motorrad trägt auch dazu bei. Er hat kein Geld, um es reparieren zu lassen. Fährst du in meine Richtung, Kate? Ich nehme dich mit, Doug. Hm? Ach, Dad. Willy? Oh, danke. Hol mich bitte pünktlich um 4 beim Gericht ab. 4 Uhr. Alles klar. Danke. Ich weiß nicht, ob diese Überraschungsparty so eine gute Idee ist. Ich lasse doch den Geburtstag meines Sohnes nicht ungefeiert verstreichen. Im Laufe von 3 Generationen sind aus der Familie 3 in diesem Hause 21 geworden. Mach dir keine Gedanken. Deine Prüfung ist wichtiger. Wir kümmern uns um alles. Prüfung oder nicht, ich glaube, wir sollten uns da nicht einmischen. Willy hat extra gesagt, er will keine Geburtstagsfeier. Ach, glaub mir, das sagt er nur so. Und wenn der Tag so ohne Feier vorbeigeht, ist es ihm auch nicht recht. Ich glaube, es hängt viel davon ab, wie diese Besprechung heute ausgeht. Die Besprechung ist eine Sache und die Party eine andere. Tja, das denkst du. Danke. Ja, solche Filme werden heute nicht mehr gedreht. Ich will dir was sagen. Was soll ich sagen? Der alte Mann? Realistisch. Das Mädchen? Realistisch. Die Situation? Realistisch. Ich glaube jedes Wort in dem Buch, Junge. Das finde ich fantastisch, Mr. Thor. Skipper. Skipper. Das freut mich, danke. Sag mal, was hast du noch so? Was ich noch habe? Sie meinen an Büchern? Das ist mein einziges. Ist ja auch großartig, ich find's toll. Es ist stark, stark. Ist bloß nicht der Film, den ich drehen will. Ich hab kein anderes. Nur das? Olle Kamellen, abgedroschen. Nein, nein, nein. Was mich interessieren würde, was geht in deinem Kopf vor? Was spielt sich da ab, da oben? Wenn Sie mir vielleicht sagen würden, welche Art Film Sie drehen möchten. Wenn ich's höre, weiß ich's. Ja, ich habe mit einer Idee gespielt. Gut. Spiel weiter. Spiel mit mir. Ja, mir ging so eine Liebesgeschichte durch den Kopf. Ein Junge und ein Mädchen. Sie kennen sich schon seit ihrer Geburt? Sehr gut. Das könnte mir was sagen. Sehr gut. Carla, Baby, ruf mal Mr. Dale an und sag ihm, ich komme etwas später. Ist mir egal, wie wichtig der ist. In keine 5 Minuten mehr. Also? Was? In weniger als 5 Minuten? In einem Satz. In einem Satz? Mhm. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen das in einem Satz sagen kann. Du kannst das, hör zu.
Hai terrorisiert ein elegantes Urlaubsgebiet. Das ist ein Satz, hm? Ja, aber... Schreib dir das auf. Stark, stark, ein Schreiber ohne Schreiber. Nimm den. Ein Satz sagt alles. Und weiter? Hör auf die Stimme deiner Erfahrung, Junge. Wie alt bist du? 20. 20 was? Was noch? 20? Damit ist alles gesagt. Geh nach Hause, arbeite an deiner Liebesgeschichte ganz, ganz sorgfältig. Und wenn du einen Satz hast, ruf mich an. Also bis dann. Danke. Timmy ist endlich eingeschlafen. Wo bist du mit dem ganzen Zeug hin? In mein Zimmer. Oh, da könnte Willi es vielleicht entdecken. Wir bringen es lieber rüber zu mir, meinst du nicht? Okay. Obwohl, ich glaube kaum, dass er so überrascht sein wird. Ja, warum denn nicht? Na, er kann sich doch denken, dass wir zu seinem 21. Geburtstag ein Fass aufmachen. Er hat gesagt, er will überhaupt nichts. Das hat er doch nur so gesagt. Ich glaube, er hat keine Ahnung, was hier über die Bühne geht. Also, ich finde, das mit dem Sektfrühstück war genial. Ja, ich finde es auch genial. Obwohl es deine Idee war. Danke. Wer ist da? Svensson. Oh. Oh ja, vielen Dank. Es ist ziemlich schwer. Gut, ja, wo? Stellen wir es erstmal da drüben hin. Wir müssen uns beeilen, Nancy. Ja, ja. So, das wär's. Vielen Dank. Das geht auf Rechnung. Ja, ja, richtig. Oh. Wirklich schöner Kuchen. Hab mal reingeschaut. Ja. Klasse. Erste Sorte, diese Torte. Bitte. Oh, vielen Dank auch. Ich wünsche noch einen Gesegneten damit. Vielleicht ergibt sich in der Zukunft mal was draus. Aus dieser Unterredung mit dem Typ wird sich nichts ergeben, glaub mir. Ich war in der Motorradwerkstatt. Sie haben jemand rumgeschickt, es zu reparieren. Das bezahle ich natürlich. Sozusagen ein Vorgeburtstagsgeschenk. Danke. Na, wie fühlt man sich, wenn man 21 wird? Fantastisch. Jetzt kann ich mich endlich als Erwachsener fühlen. Ich meine, abgesehen von dieser Unterredung heute. Dad, das beste Geburtstagsgeschenk, das du mir machen kannst, ist, diesen Geburtstag zu ignorieren. Bitte. Buddy, mach mal die Tür auf. Oh. Stop. Schon gesehen. Das ist mal wieder typisch. Das ist mal wieder typisch, wie ihr mir alle zugehört habt. Hab ich's euch nicht ständig und ständig und ständig gesagt? Bitte vergesst meinen Geburtstag. Und doch keine Geburtstagsfeier, auch keine Party. Wir verstehen, Willy. Was wollt ihr damit ausdrücken, dass ich 4 Jahre alt bin und dass ihr besser wisst, was für mich gut ist? Nein, ihr wisst es nicht. Also schön, die Torte ist für dich, aber wir feiern nicht. Eine Torte in dieser Größe ist mindestens für 20 Menschen bestimmt. 24. Verdammt, ich will sie nicht. Ich will überhaupt nichts. Willy. 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 Willy.
das ist Kate. Das müssen Nancy und Buddy sein. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Du bist gut. Du gingst das erste Mal mit 9 Jahren her, als du sauer warst. Na schön, morgen bin ich 10 Jahre alt. Ich möchte mit dir reden, Willy. Reden? Wozu? Ich meine, das sagt doch schon alles. Wenn Papi den Kleinen durch die ganze Stadt verfolgt, um zu sehen, dass er sich auch nicht verläuft. Ich würde mich gern mit dir unterhalten. Hast du Hunger? Nein. Hast du was dagegen, wenn wir woanders hingehen? Nein. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, wegen deines Geburtstags. Du weißt doch sicher, was die vorhaben. Buddy hat mich gefragt, ob du das wirklich ernst meinst, dass du mich feiern willst. Und du hast gesagt, natürlich nicht. Naja, so ähnlich. Dad, warum ist diese Party so furchtbar wichtig für dich? Das ist ein großer Tag für dich. Sowas muss man doch feiern. Ach so, feiern, ja. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Ich würde mich lieber in meinem Zimmer einschließen und so tun, als wäre ich in einem Junggesellenapartment. Oder meine Augen schließen und mir einbilden, ich könnte meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich könnte mir sogar einbilden, ich hätte die Reparatur für mein Motorrad selbst bezahlt. Willy, wenn diese Unterredung heute besser verlaufen wäre. Der Witz ist nur, sie ist es nicht. Ich dachte, du wolltest mit mir reden. Ich will es nämlich nicht. Hast du wirklich keinen Hunger? Nein, wirklich nicht. Bestell mir bitte einen Hamburger. Ich muss mal telefonieren. Zu Hause anrufen, stimmt's, um Ihnen zu sagen, der verlorene Sohn hat sich angefangen. Willy. Willst du einen Kaffee zu deinem Hamburger? Willy gefunden? Ja, und was ist mit der Party? Ziemlich hoffnungslos. Sag doch. Wenn Willy keine Lust hat, müssen wir das respektieren. Und was machen wir mit den Leuten? Das werden wir alles morgen früh ins Reine bringen. Was macht deine Mutter? Sie lernt. Soll ich sie holen? Nein, ich will sie da nicht stören. Sag ihr nur, dass Willy und ich heute Abend ausgehen. Ja, und sag Willy, dass er ein Schuft ist. Werde ich. Wiedersehen. Bye. Ja, meins macht mir Sorgen. Ich denke gar nicht daran, alle wieder auszuladen. Dann veranstalten wir eben eine Nicht-Geburtstagsfeier. Im Zelt. Das wird sicher wahnsinnig lustig. Weißt du, als wir herfuhren, habe ich mir überlegt, ist es vielleicht besser für dich, dich noch ein bisschen umzusehen, bevor du dich endgültig entscheidest. Angenommen, du hast dich entschieden. Und hinterher stellt sich raus, dass es doch nicht das Richtige war. Als ich von der Schule abging, warst du anderer Meinung. Damals habe ich mich eben geirrt. Es ist heute leicht zu sagen, aber vielleicht hättest du mich doch nicht abgehen lassen sollen. Das ist doch nicht dein Ernst. Als ich 14 war, erzählte mir Sam Tresk, dass das hier ein Lokal ist, in dem man Mädchen aufreißen kann. Eines Abends kamen wir also hierher. Aber schon nach 10 Minuten wusste ich, dass wir hier auf dem falschen Dampfer waren. Das wusstest du wahrscheinlich schon vorher. Naja, anzunehmen. Jedenfalls saßen wir hier, langweilten uns und wurden müde. Und keiner von euch wollte zugeben, dass er sich mies fühlt. Wir gingen als Letzte. Und während der ganzen Zeit in dem Laden hier, dachte ich an nichts anderes als an mein Bett. An zu Hause. Denn am liebsten wäre ich zu Hause gewesen. Du willst doch nicht sagen, dass es irgendwie verkehrt war. Nein, nein, überhaupt nicht. Verkehrt ist nur, dass ich immer noch am liebsten dort bin. Zu Hause. Nur da fühle ich mich richtig wohl. Das ist doch gut so, Willy. Nein, Dad, das ist nicht gut so.
Ich bin 21 Jahre alt. Jungs in meinem Alter veröffentlichen schon, sie sind was, sie besitzen schon was. Und ich weiß überhaupt noch nicht, wo es lang geht. Du bist zu kritisch mit dir selbst. Hey, sag mal, was hast du eigentlich mit 21 gemacht? Ich studierte Jura. Nein, ich meine, wie du deinen 21. Geburtstag gefeiert hast. Hm. Wir sind essen gegangen. Aha! Und dann hatte mein Vater die Idee, den Tag auf irgendeine originelle Weise zu beenden, weißt du? Und? Mit irgendeinem... Naja, Unsinn. Was denn für ein Unsinn? Natürlich gab es zu meiner Zeit mehr Tees und weniger Strip. Darauf einen Drink. Du trinkst doch gar nicht. Ich will jetzt meinen ersten legalen Drink. Warum? Warum willst du deinen ersten legalen Drink? Weil ich eben eine Entscheidung getroffen habe. Welche? Wie ich meinen 21. Geburtstag begehe. Und wie? Ich ziehe endgültig aus. Was? Indem ich von zu Hause ausziehe. Ach was? Ich ziehe von zu Hause aus. Oh, danke. Sehr freundlich. Ich mag Blumen. Danke. Mm. So kann das doch nicht weitergehen. Ich sage, ich bin Schriftsteller und kann es nicht beweisen. Glaub mir schon gar nicht, wenn ich bei euch zu Hause im Nest sitze. Hast du nicht deswegen die Schule verlassen, um herauszufinden, was du machen willst? Ja. Ich hab's euch geschafft. Geh doch wieder zur Schule. Oh, toll. Vielleicht noch weitere 4 Jahre. Ich will euch durchfüttern lassen. Ich will dich ja nicht kränken, Dad. Morgen werde ich 21. Wie willst du wissen, was in mir vorgeht? Denn als du 21 warst, hattest du ein Ziel und wusstest, wo es lang geht. Ich wollte auch mal Astronom werden. Na und? Als ich das meinem Vater erzählte, sagte er, ja, das ist ein sehr nettes Hobby. Du wirst Rechtsanwalt. Aber du siehst, was draus geworden ist. Du bist gern Rechtsanwalt und ein Guter. Aber was wäre vielleicht aus mir geworden, wenn ich selbst entschieden hätte? Darum geht's ja gar nicht. Du hast mir die Wahl überlassen. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Wessen Schuld ist das denn? Meine? Wenn du jetzt ja sagst, würde ich von dir maßlos enttäuscht sein, Willy. Und die Hogans setzen lieber anders hin. Du wolltest doch die Paare sowieso auseinandersetzen. Wen haben wir hier? Der Nächste. Elaine Hogan. Ihr habt mir die Torte noch nicht gezeigt. Die ist bei Nancy. Willst du sie sehen?
Nein, nein, nicht, wenn sie drüben ist. Ihr könnt sie mir ja beschreiben. Ja, sicher. Fantastisch, sie sieht genau aus wie seine Schreibmaschine. Ich hol sie. Nein, ich muss sowieso noch ein bisschen arbeiten. Also, was war da? Ah, ja. Ist das eine Schokoladen- oder weiße Schreibmaschine? Also, das meiste davon ist weiß. Der Schlitten ist braun, ganz dunkle Schokolade. Und all die kleinen Tasten sind aus... Das reicht mir schon. Später. Also, das Ganze noch mal ins Reine. Du hast die Schule verlassen. Noch eine Brause für Sie, Junior? Wirklich sehr witzig. Genau in 15 Minuten feiert er seinen 21. Also, lass ihn in Ruhe. Was? So alt schon? Außerdem hatte ich Ginger hier. Du hast also mit der Schule aufgehört und dein Vater war dagegen. Ja. Stimmt das, Daddy? Doug. Doug, ich bin Bambi. Bambi, Willy. Bambi? Stimmt das? Sie waren dagegen? Genau, aber ich hatte Unrecht. Willy kann machen, was er will. Und jetzt sagst du, er hätte was dagegen machen sollen. Ich habe gesagt, Kinder wissen nicht immer, was das Beste für sie ist. Dass Kinder noch keine Entscheidungen treffen sollten, die sie noch nicht treffen können. Dann bleiben sie nämlich länger Kinder. Das ist das Kindischste, was du je von dir gegeben hast. Ich streit's ja nicht ab. Ich kann nichts dafür. Was soll ich anderes von mir geben, wo man mich als Kind gehalten hat? Kein Mensch hält dich wie ein Kind. So? Tut keiner? Sieh mich doch mal an, ne? Halt, halt. Zufällig kann ich mich in eure Lage versetzen. Mein Vater ist so ähnlich wie Sie, Doug. Er war wirklich besorgt um mich. Er war ständig bemüht, mich zu verstehen und respektierte meine Ansichten. Versuchte mir immer zu helfen, wo er nur konnte. Ich habe ihm immer gesagt, lass mich in Ruhe, ich mach das schon, ich will mein eigenes Leben leben. Noch nicht erwachsen bin ich von zu Hause weg, war gerade 15. Mann, war das ein Fehler. Ich habe mich wirklich benommen wie ein Kind. Jedenfalls habe ich draus gelernt. Als ich auf eigenen Füßen stand, wurde ich schnell erwachsen. Ich dachte, wenn man sich um mich kümmert, bedeutet das, dass ich noch ein Kind bin. So in etwa fühlt Willy sich, glaube ich. Nein, darum geht's überhaupt nicht. Das ist es nicht. Es geht um die Abhängigkeit. Ich bin von so vielen Menschen abhängig und das lässt mich nicht erwachsen werden. Die ist ja umwerfend. Einmalig. Mhm. Ja, wirklich. Es ist jetzt gerade 12. Herzlichen Glückwunsch, Willy, wo du auch gerade bist. Ob du sie nun haben willst oder nicht. Seht mal, wie spät es ist. Also los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy Birthday! Herzlichen Glückwunsch! Willy, herzlichen Glückwunsch. Fängt doch ganz gut an, oder? Ja, Ex. Also dann auf ein neues. Prost. Daddy sich schon gemeldet? Nein, aber wir veranstalten diese Party, ob sie nun für Willy ist oder nicht. Gut. Ich muss da unbedingt mal dran naschen. Kommt nicht in Frage. Vielleicht findet die Geburtstagsfeier doch statt. So eine schöne Geburtstagstorte. Du hast das Set gegessen. Ich nicht? Das Set war heute Nachmittag noch da. Ich habe nur ein kleines Stück von der Seite gegessen, hier. Aha, das Zett. Ich wollte das Zett nicht essen, es war aus Versehen. Ich weiß, ich weiß. Hat's geschmeckt? Och, Komm, beherrsch dich, Nancy. Wenn wir doch keinen Geburtstag feiern. Du gehst nicht an die Torte ran. Wer merkt schon, dass die Rückholtaste fehlt? Moment, ja? Guck mal, wie gerade ich noch gehen kann. Ich bewundere dich. Willy, da. Meine Freundin Jo möchte wissen, ob das hier so eine übliche Verabredung ist.
Was? Na, das Übliche. Oh, das tut mir leid. Haben wir eine übliche Verabredung? Nein, haben wir nicht. Werden Sie nicht verlegen. Alles okay. Sie kommen, komm. Nicht so ungut, Jungs. Also, wohin gehen wir jetzt, meine Herren? Ich will dir mal was sagen, Willi. Ich habe was dazugelernt. Vielen Dank für die Lektion. Du nimmst das alles zu persönlich. Das muss er ja auch als dein Vater. Ich weiß, wie mein Vater sich mir gegenüber verhalten hat. Fand ich auch nicht gut. Ich wollte mit meinem Sohn nicht die gleichen Fehler machen. Und was passiert? Er will, dass ich dieselben Fehler begehe. Aber ist ja auch egal. Das habe ich nie gesagt. Er hat nie das Wort Fehler gebraucht, Doug. Er verlangt nicht von Ihnen, dass Sie Fehler machen. Ich möchte jetzt kein Wort mehr über dieses Thema hören. Ich sagte, Kinder wissen nicht, was das Beste für sie ist. Du kannst nicht beides haben, Willi. Wenn du dich nur einen Moment betrachtest, weißt du, dass du alles richtig gemacht hast. Ich bin 21 Jahre alt und glaube nur zu wissen, was das Beste für mich ist. Kein Mensch wusste, was das Beste für mich ist. Nicht mal ich selbst. Na los, komm schon. Los, komm. Ja, so weit. So. Ja, so ist es richtig. Ha, prima. Seht euch nur an, was ich an diesem Flipper bringe. Ach, das nennt er gut flippern. Ich glaube nicht, dass er gut flippert. Die Kugel denkt überhaupt nicht daran, wieder rauszugehen. Na, das ist da alles heiße Luft. Wenn du eine Wohnung suchst, dann hier in der Nähe, damit du flippern üben kannst. Du weißt, wie man flippert? Das kann ich dir beibringen. Du willst es mir beibringen? Ich lade dich ein. Die Einladung nehme ich an. Platz. Also los. Meisterflipper. Ach, halt den Mund. Hast du nicht Lust, mal eine kleine Runde mit uns zu drehen? Nein, danke. Die Dinger sind mir zu gefährlich. Du, komm schon. Na schön, das kannst du haben. Jetzt sieh dich vor. Hättest mal ein bisschen an deinem Steuer drehen sollen. Ja, sicher, am Steuer drehen, dein Leben bestimmen, die Entscheidung abnehmen, deine Klamotten kaufen, du solltest zum Militär gehen. Vielleicht wäre es das Beste, ja, dann würde ich wenigstens die Welt kennen. Die Welt, du ausgerechnet, ja. Wenn du mal einen Augenblick zuhören würdest, dann könnte ich dir vielleicht was erzählen. Über das Leben, was? Nein, über dich. Ich habe da einen Fall in meiner Praxis. Ach, du grüne Neune, jetzt kommt der Rechtsanwalt. Hör endlich auf, dich so kindisch zu benehmen. Ich bin nun mal ein Kind. Schluss damit, jetzt reicht's. Ich kann nicht aufhören. Ich weiß nicht, wie. Ich sag euch doch, ich weiß nicht wie. Na, geht's wieder besser? Ja. Entschuldigt. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Wie aber? Nein, wirklich, es geht schon wieder besser. Weißt du, wahrscheinlich war die Geschichte mal ganz gut für euch beide. Wahrscheinlich. Dirk, sagten Sie nicht vorhin, dass Sie an Astronomie interessiert waren? Ja, noch immer. Ich nämlich auch.
Tatsächlich? Mhm. Es ist meine stille Leidenschaft. Ist ja interessant. Ich habe bei mir zu Hause eine riesige astronomische Himmelskarte. Sie bedeckt praktisch die ganze Wand. Na, die muss ja enorm sein. Müssen Sie sich bei Gelegenheit mal ansehen. Ja, gern. Also, gehen wir. Oh, ich hab nicht jetzt gleich gemeint. Ach so. Ja, natürlich. Nein, das ist es nicht. Ganz ehrlich nicht. Warum dann nicht? Na, es ist spät. Nicht zu spät. Ich möchte Sie sehen. Fantastisch. Gehen wir. Nicht schlafen. Ich auch nicht. Ich glaube, aus der Party wird nun doch nichts. Sieht so aus. Ich habe Licht in der Küche gesehen. Tja, wir konnten im Dunkeln so schlecht sehen. Einen Tee, Nancy? Oh nein, danke. Ich trinke Milch. Du trinkst doch gar keine Milch. Doch, manchmal schon zu gewissen Dingen. Zum Beispiel? Kuchen. Wir haben keinen Kuchen. Ist ja gut. Ist ja gut. Sie könnten doch anrufen. Wenn er Willy zur Party überredet hätte, hätte Daddy doch bestimmt schon angerufen, stimmt? Stimmt. Ich glaube, Willy hat recht. Er ist erwachsen. Und es ist sein gutes Recht, selbst zu entscheiden. Da stimme ich zu. Und wo, wenn ich fragen darf, ist das zählt? Und jetzt von uns dreien. Wo du dich auch rumtreibst, Willy, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ist das nicht dasselbe? Nein, nicht ganz. Mein Hobby ist die Astronomie, ihr ist die Astrologie. Oh. Ja, das ist eine sehr hübsche Wohnung. Entschuldigt er mich? Sicher, gleich da drüben rechts. Ja. Ich hoffe, ihr beide kommt wieder klar miteinander. Ach, das wird schon alles wieder, ja. Ihr seid beide so nett, ich mag euch richtig gern. Wir mögen sie ja auch. Erzählen Sie mir etwas über sich und Willy. Wie kommen Sie sonst miteinander aus? Tja, also, eines Tages stellte ich fest, dass Willy anders ist. Andersrum? Willy ist doch nicht andersrum, wenn Sie wüssten, was für Vögel ich da so kennenlerne, wenn wir schon darüber sprechen. Ich habe nicht gemeint andersrum, also andersartig. Nur anders als ich. Wir fuhren zur Weltausstellung nach Montreal. Wissen Sie, Expo 67? Sicher. Wir guckten uns die Pavillons an, den jugoslawischen, den tschechoslowakischen, den polnischen. Plötzlich sagte Willy, jetzt will ich noch den transsilvanischen Pavillon sehen. Da, wo Dracula wohnt? Ja, den wollte er sehen. Ich erklärte ihm, Transsilvanien ist eine Landschaft und kein Staat für sich. Er meinte, die müssten ihren eigenen Pavillon haben. Und dann beschrieb er mir, wie der aussehen sollte. Ganz ernsthaft. Wie alt war er? 10. Er sagte, da müssten Modelle von Schlössern sein. Weite Aufgänge. Da müssten die Landesprodukte ausgestellt sein. Männerbekleidung, Hüte für Damen, große Tuben Zahnpasta, Spezialzahnbürsten für Leute mit langen Zähnen. Ich war wirklich erstaunt. Weil er so ein aufgeweckter Junge war, ja? Nicht nur deswegen. Ich stellte fest, dass Willy originell ist. Mit viel Fantasie. Und Einfällen viel mehr als ich. Wissen Sie, ich musste mich erst zwingen, gewisse Dinge zu akzeptieren, die Willy machte. Ich verstand manches einfach nicht. Das finde ich klasse. Sie sind nett. Und wirklich ganz süß. Danke. Entschuldigen Sie bitte. Oh.
Darf ich dir sagen, dass ich es sehr lieb von dir finde, wie nett du heute Nacht zu uns warst? Ich fand's auch sehr schön. Jetzt sind wir also alte Freunde. Dein Vater erzählte mir, dass du schon immer anders warst als die meisten. So? Ja, bin ich. Weißt du, was ich schön fand? Ich meine, du brauchst deswegen nicht verlegen zu werden. Ich fand, als du vorhin geweint hast, das fand ich einfach süß. Naja, man hat ja manchmal so Augenblicke. Ich mag Männer, die sich nicht fürchten zu weinen. Die Mut haben, sich zu ihren Gefühlen zu bekennen. Die ganz nach ihren Gefühlen handeln. Ich möchte, dass wir uns beide näher kennenlernen. Warum machen wir es nicht? Meinst du das ernst? Sicher meine ich das ernst. Du, das fände ich einfach toll. Du auch? Ja, ich auch. Ich wünschte, es könnte sofort sein. Ich auch. Ich rufe dich an. Gut. Aber lass mich nicht zu lange warten. Das sollte für die Party sein, wenn es eine gegeben hätte. Gefällt mir. Dad, ich muss dir was sagen. Und es hat nichts damit zu tun, was du heute Nacht gesagt hast. Ich mag dich sehr gern. Ich mag dich auch, Will. Du solltest nicht ausziehen. Ich finde, es wird endlich Zeit, dass ich mich selbstständig mache. Das finde ich nicht. Als wir auf dem Rummel waren, da wollte ich dir was sagen. Aber ich kam nicht dazu. Bambi, das darf doch nicht wahr sein. Hi. Ich weiß, es ist verrückt. Ich weiß, es ist verrückt, hierher zu kommen, aber... Aber es war heute Nacht so nett mit euch. Und jetzt wollte ich wissen, wie die Sache mit euch zu Ende geht. Was für eine Sache? Na, ob Willy nun von zu Hause auszieht oder nicht. Mann, das ist ja richtig hübsch hier. Steht das immer hier? Das ist nur für Willys Party. Oh, gehört es Ihnen oder wem? Das Zelt? Es ist geliehen. Ein geliehenes Zelt. Oh, ein geliehenes Zelt. Ein geliehenes Zelt, ein geliehenes Zelt. Rem-tetetem, 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 dem-terem, dem-terem-terem. Das ist aus Die Sirenen des Titanen von Kurt Vonnegut Junior. Es handelt sich da nicht um Zelte. Nur der Rhythmus der Trommeln soll da wiedergegeben werden. Hm? Oh, du kanntest das schon, nicht? Ah, es ist ein sehr hübsches Gedicht, ja, ich kenne es. Sehen Sie sich ruhig ein bisschen um, Bambi. Ich zeige Ihnen noch gern das Haus von innen, wenn alle aufgewacht sind. Willy. Ich wollte dir sagen, dass ich dich respektiere, von Mann zu Mann. Du wolltest deine Zukunft selbst bestimmen, hast die Schule verlassen. Du wolltest deinen eigenen Weg gehen, du wolltest ihn selbst bestimmen. Du hast es versucht, aber es hat nicht ganz geklappt. Du hast es mit Fotografie versucht, mit Werbung und jetzt Schreiben. Das war nur möglich, weil du zu Hause gewohnt hast, Willy, und das ist nicht kindisch. Aber wohin hat es mich denn gebracht? Ich weiß doch noch nicht, was ich will und was ich bin. Egal, was aus dem Treffen mit diesem Produzenten herauskommt. Auf jeden Fall hat er bei dir die Fähigkeit gesehen zum Schreiben. So. Also, wie hast du dich entschieden? Hör mal, Bambi.
Du kommst am besten nachher zu unserer Party. Es ist ein Brunch, Willi, wenn es stattfindet. Ein Brunch? Na, umso besser. Warum bleibst du nicht zum Brunch? Es findet statt. Meine Mutter, Buddy, Nancy und das ist unsere Freundin... Helen. Helen. Freut mich, Sie kennenzulernen, Helen. Ich denke, sie heißt Bambi. Helen war die ganze Nacht unsere Gouvernante. Willi, gibt's so eine Party oder nicht? Buddy, du hast eine Party vorbereitet, also gibt es eine Party. Alles klar? Und jetzt gehst du rein und holst die Torte. Ich will sie sofort anschneiden auf unserer kleinen Privatparty, okay? Willi, du musst es verstehen, gut, Nancy, die... Vergiss es. Ja, Buddy, hol uns die Torte. Deine Eltern sind sehr nett, Willi. Natürlich. Woher sollte ich das sonst haben? Oh. Oh. Mehr habe ich ja wohl auch nicht verdient. Wünsch dir was.